Hallo zusammen, im achten Teil unserer Reihe für Interior Designer zeigen wir euch nochmal das Schlafzimmer, das wir jetzt aus Ein- und Zweiraumperspektive ganz schnell skizzieren, also einfach nur um Variationen dessen, was wir bis jetzt geplant haben, nochmal aufzuskizzieren. Alle Tipps und Tricks dazu findet ihr in unserem Buch 100 geniale Zeichentricks zu bestellen über unsere Seite akademieruhr.de oder ihr gewinnt es mit einer persönlichen Widmung auf unseren Instagram-Kanal. Und hier geht es auch schon sofort los. Wir skizzieren auf dem Horizont, also mit unseren zwei Fluchtpunkten, das, wie schon gehabt, das kennt ihr ja, variieren aber dazu ein bisschen so den Höhenpunkt, aus dem wir das Ganze betrachten. Also als Grundkasten natürlich für das Bett wieder das Rechteck. Das wird dann mit zügigen dynamischen Linien ausgearbeitet und zeigen so die kleinen Details, also wie die Bettdecke, die Kissen, im Kopfteil im Hintergrund und das Ganze mit der Zweipunktperspektive. Ihr merkt sofort, wenn man mit den Punkten ein bisschen variiert, die mehr nach links oder nach rechts setzt, wie viel das ausmachen kann in der Darstellung. Also da ist der Winkel so ein bisschen überspitzt, weil wir die Punkte mehr zusammengerückt haben, aber das ist auch gewollt, weil wir dann auch so mehr vom Raum ins Bild bekommen. Dann werden noch ganz schnell so die Vorhänge, die Leuchten nochmal dazu skizziert und auf den Fluchtpunkten ausgerichtet vielleicht noch eine der Sessel, die wir schon mal von der Konzeption nochmal drin hatten, die Leuchten oben ausgearbeitet und das Ganze wirklich mit einem sehr, sehr schnellen, gezielten Strich, ohne zu radieren, alles immer auf den Fluchtpunkten basierend. Die Leuchten in der abgehängten Decke, dann nochmal vielleicht ein Teppich und sowas ist wirklich in 6-7 Minuten gezeichnet. Wir haben jetzt zugegebenermaßen das ein bisschen im Zeitraffer jetzt gemacht, damit das nicht so ganz lange dauert, aber die Originalzeichnung hat circa 6 Minuten gebraucht. Hier das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive. Hier rücken wir mehr an die Wand ran. Das heißt, wir stellen uns vor, wir sind so an der Wand zwischen dem Bett und dem Vorhang und gucken aus der Perspektive. Das heißt, wenn ihr so etwas für die Kunden gestaltet macht, dann immer daran denken, welche Perspektive wähle ich, welche könnte jetzt interessant sein. Wählt immer eine Perspektive, aus der der Kunde auch das Ganze auch betrachtet, weil es macht wenig Sinn, sich für etwas zu entscheiden, was oft so gemacht wird, so ganz weit von oben. Deshalb immer darauf achten, dass die entsprechende Perspektive gut gewählt ist, dass das wenig langweilig ist und sehr schnell kann man auch damit wirklich was Schönes, Effektives erzielen. Also das ist nochmal die Sicht der beiden Räume, unterschiedlich skizziert, mit ein bisschen Kontrast das Ganze nochmal vertieft und ihr seht, wie schnell es geht, wenn man dann das Ganze etwas aufarbeitet. Ja, so sieht's aus. Mit ein paar Strichen noch das Ganze mehr betont und fertig ist die Skizze. Alles dazu zu unseren Workshops für Interior Designer, Raumausstatter unter akademieruhr.de oder ihr interessiert euch für einen Studiengang in der Richtung, dann unter mappenvorbereitungskurse.de. Das war's dann schon. Bald geht es eine neue Serie zu dem Thema. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald, euer Akademie Ruhr Team.